So, und herzlich willkommen beim neuen Call of Duty Teil Ghosts. Ich rede überhaupt nicht um den heißen Brei. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt mal an und als Soldat. Es war eine andere Zeit, ein anderer Gegner. 60 Mann aus den besten Einheiten wurden geschickt, um sich 500 Gegnern zu stellen. Ihr Ziel war es, den Feind von einem Krankenhaus zu vertreiben und die Patienten zu retten. Drei Tage hielten sie durch, aber der Feind war zahlenmäßig einfach überlegen. Aus den 60 wurden 15. Noch eine Nacht würden sie nicht schaffen, und der Feind wusste das. Im Schutz der Dunkelheit evakuierten sie das Krankenhaus, schickten nur einen, um sie anzuführen. Der Rest kehrte zurück und bezog unter den Leichen ihrer gefallenen Kameraden Stellung. Da lagen sie und warteten, überströmt vom Blut der Gefallenen. Sand klebte an ihnen wie ein Schleier. Er veränderte sie, läuterte sie. Als der Feind kam, erhoben sich die letzten 14 aus dem Wüstensand. Sie waren unsichtbare Jäger, und gegen ihre Tarnung konnte niemand etwas ausrichten. Als ihnen die Munition ausging, benutzten sie ihre Klingen. Und als die Klingen stumpf waren, benutzten sie ihre Hände. Als sie Staub und Sand gelegt hatten, war nur ein einziger Feind übrig. Er wurde in der Wüste gefunden, ziellos zum Meer wandernd, traumatisiert. Er warnte die anderen vor einer so gefährlichen, unschlagbaren Macht, dass man sie für übernatürlich hielt. Er nannte sie Ghosts, Geister. Und das ist wirklich passiert? So geht die Legende. Ach, Dad, du glaubst doch nicht, dass die Geschichten real sind. Ja, das mach ich. Los, gehen wir zurück zum Haus. Und somit auch mal herzlich willkommen. Hallo, irgendwie... Stempo. Ja, sei doch mal ruhig. Okay. Grafisch nicht so schlecht. Ich glaube, Battlefield ist besser. Oh je, Bewegungsunschärfe. Ich glaube, das muss ich... noch ein bisschen einstellen. Warum das gerade das Intro so gehakt hat, weiß ich nicht. Aber ich habe gelesen, bei vielen gibt es momentan Probleme. Vielleicht muss ich noch an der Grafik was anpassen. Hier die Bewegungsunschärfe passt mir nicht. Na gut, die Grafik ist irgendwie nichts Neues. Aber lassen wir uns mal überraschen, wie es heute noch so wird. Ich nehme jetzt nur ein bisschen auf, weil es ist schon Abend. Ach du Kacke. Es ist Odin! Ins Haus, Jungs! Los! Mach das an mir! Das ist kein Erdbeben! Was redest du denn da? Beide geht zum Haus und bleibt da! Ich geh zum Truck! Aber der verlost schon! Also bei mir ist keine Grafikkarte und kein Prozessor überfordert, aber irgendwie... Na, warten wir mal, bis sich hier alles gelegt hat. Wir müssen jetzt erstmal hier abhauen. Denn irgendwas geht hier vor sich und wir wissen nicht was. Ein Angriff oder irgendetwas. In ein Haus gehen ist eigentlich keine gute Idee. Was ist Odin? Das ist unsere Frage. Wir wollen auch nicht sterben. Eins, los! Vor 15 Minuten. Erfolgreich. Roger, Mosley. Verfolge Waffentest für Signal.
Taxi. Rein mit uns. Shuttle hier Odin-Kontrolle. Empfangsbereit. Odin-Kontrolle, wir kehren um zur Besprechung mit der neuen Crew. Roger, wir bereiten Luftschleuse C vor. Shuttle in Undock-Endphase. Okay, wir sind hier jetzt im Weltraum, 15 Minuten bevor das geschehen ist. Wir müssen Leertaste drücken. Und irgendwo hin. Aber wohin müssen wir? Ihm nach wahrscheinlich. Das ist die Erde. Ist das hier Odin? Das ist Odin. Dann gehen wir mal hier rein. Verstanden, Shuttle. Starte, Druckausgleich. Ach, ich freue mich wirklich auf zu Hause. Wie lange ist das her? 3 Monate? Shuttle, ihr habt angedockt. Ist doch ein Kinderspiel. Drei Monate, ach. Ein Katzensprung. Hallo Leute. Ah ne, das sind ja nur Anzüge. So, und rein hier. Hilf mir beim Entladen. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Im Weltraum zu sterben. Das Privileg hat auch nicht jeder. Danke. Ach du Scheiße. Blut im Weltraum bleibt eh einfach in der Luft. Uiuiuiui. Das ist keine gute Idee. Alle am Arsch. Okay. San Diego erfasst. Phoenix erfasst. Was geht hier nur vor? Das fragen wir uns. Was geht hier vor? Miami erfasst. Odin Zielerfassung ist aktiv. Doch nein. Odin feuert. Mehr als 27. Wir laden weitere Ziele für Ladung 2, 3 und 4 hoch. Houston, was können wir tun? Odin Kontrolle. Wir haben keine Wahl. Wir lassen die Station abstürzen. Tut mir leid, Mosley. Baker, wir müssen uns sputen. Ach du Scheiße. Jetzt wissen wir, was da unten passiert ist. Ach du Scheiße. Oh. Dang. Das hat weh gemacht. Scheiße. Verstanden, Mosley. Odin visiert Ladungen 3 und 4 nicht mehr an. Aber Ladung 2 wird noch sequenziert. Ziel erfasst. San Francisco, Denver, Kansas City, Chicago, Washington DC. Wir sind noch nicht fertig, Baker. Wir müssen zu Odin und zerstören. Ja, Entschuldigung, ich musste nur ein paar abmuxen. Wo ist sie denn? Oh je. Das wird etwas geben. Ein riesiger Bums. So. Du hast ihn gehört, Baker! Feuer!
Ach du Scheiße. Ich schieße. Oh, Scheiße, sie ist gestorben. Was für ein Drama. Direkt am Anfang. Und jetzt sind wir wieder hier. Das Spiel läuft noch nicht sehr stabil. Ich renne schon, ich renne. Oioioi. Und springen. Oh. Ich renne schon, soweit ich kann und so schnell ich kann. Hoch, 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 hoch. Ach du Kacke. Boah. Hoffentlich kommt da bald ein Patch. Oder ein Nvidia-Update. Ach du Kacke. Boah. Da geht's ja heiß her, direkt zum Anfang. Der Aufstieg der Föderation zur Macht begann bereits vor Jahren. Als die großen energieerzeugenden Wüsten zerstört wurden, brachen die von ihnen abhängigen Weltmächte zusammen. Die Föderation erhob sich aus ihren Trümmern. Die Föderation hat ganz Südamerika unter einer Flagge vereinigt und bei ihrem Vormarsch nach Norden alles in ihrem Weg verschlungen. Als sie Odin gegen uns richteten, stand die Föderation direkt vor Amerikas Haustür, bereit für den Todesstoß. Sie dachten, wir wären schwach. Eine leichte Beute. Wir kämpften. Das ist doch gut, sodass wir ein blutiges Patt erreichten. Und hier, jenseits der Krater des Niemandslands, führen wir einen defensiven Krieg gegen einen überlegenen Feind.